Hallo und willkommen zurück bei lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce, Shadow of the Phoenix. Ja, wir haben in der letzten Folge den Rabenpass abgeschlossen. Was machen wir mit dir Einzelnen? Können wir dich durchs Portal nach Hause schicken? Das wäre praktisch. Ja, der einzige Überlebende der Karteiverstärkung. Ja, und sind jetzt auf dem Weg nach Kartei. Den brennenden Felsen, den lassen wir erst einmal. Später kommen noch die Uhrwerkshallen. Und ja, die Stadt der Seelen müssen wir uns auch noch kümmern, aber die kommt auch erst etwas später. Haben wir ja auch noch, ja, Quests dafür. Heilige Stätte in Kartei und im Dunkelwehrgebirge. Und den letzten Drakon finden. Ich weiß nur gerade nicht mehr, ob es zum Dunkelwehrgebirge, was wir mit dem Herz anfangen sollen. Ja, ob es zum Dunkelwehrgebirge durch den brennenden Fels ging oder ob der brennende Fels auch nochmal optional ist. Weiß gar nicht mehr, ob die Uhrwerkshallen optional waren. Okay, du kannst nirgendwo hin. Dann bleibst du einfach mal da stehen. Gut, auf nach Kartei. Ich lese schon wieder zu viel. Rabenhaar, du bist zurück. Was dachtest du? Im Gegensatz zu den meisten Männern halte ich meine Versprechen. Schluss mit dem Getändel. Wie ist die Lage, Freund? Sie haben die Belagerung um Kartei verstärkt. Knochenkrieger und Echsen aus dem schwarzen Dschungel. Nachdem du weg warst, Rabenhaar, haben sie die Grenztore geschlossen. Es gibt keinen drinnen mehr für mein Volk. Warte, es gibt doch ein verstecktes Portal zwischen den Felsen, das direkt in die Stadt führt. Das können wir nutzen, um in die Stadt zu kommen. Aber nicht meine Runenheere. Ich kann die Belagerung um Kartei brechen, aber dazu muss ich diese Tore öffnen. Die Grenztore lassen sich nur von der Stadt her öffnen. Von hier aus kommt ihr nicht hinein. Dann muss ich mit euch durch dieses versteckte Portal in die Stadt reisen und die Tore von innen öffnen. Aber zuerst brauche ich ein Heer. Ja. Da unten haben wir schon Menschenmonument. Gut. Also hier eher wieder mit den Menschen. Und wir haben Sensenläufer im Weg. Wie sieht's eigentlich aus mit Bögen? Sperzinger, Sturmsänger. Der Sturmsänger wäre ein bisschen besser, verwirrt sogar. Herzfinder. Oh, und da leuchtet interessant. Okay. Das sind Sensenläufer. Sie sind sehr stark, aber anfällig gegen Bezauberung. Zeit zu sterben. Wenn die Kartei schon aus der Stadt geflohen sind, dann sollten wir das auch tun. Wollt ihr schon wieder davonlaufen? Zum Schutze aller Völker müssen wir die Untoten zurückschlagen, koste es, was es wolle. Klingt wie berühmte letzte Worte. So ist der Weg meines Ordens. Ja, ich lasse es euch aufs Grab schreiben. Hier ruht Urias, erschlagen von seiner eigenen Dummheit. Habe Urias. Mentalist Katlan. Okay, das sieht nicht so aus, als ob wir da lang sollten.
Jedenfalls fürs Erste nicht. Niederer Sandkäfer. Hm? Oh, noch mehr Sensen klauen. Also Sensenläufer. Also ja, den neuen Spinnenmann da oben, den kümmere ich mich, sobald wir ein paar Truppen haben. Zurück mit euch! Hier gibt's Aria. Oh, Scharkämpfer. Hier sieht's recht interessant aus. Auch nochmal Sensenläufer. So, machen wir mal Multischuss. Büffel gibt es hier. Was sagt eigentlich unser Questlog? Ja. Rettet die Uru. Also erst einmal, Kinder des Windes. Ihr habt Katai erreicht. Die Stadt wird stark umkämpft und die Uru und ihr Volk, die Kinder des Windes, können den Angriff kaum noch standhalten. Rettet die Uru und ihr Volk vor den Angriffen der Untoten. Die Untoten belagern Katai und versuchen, die Uru zu vernichten. Ihr müsst den Belagerungsring durchbrechen und die Uru unterstützen. Zerstört die Lager der Untoten vor den Toren der Stadt. Die Untoten haben bereits befestigte Lager errichtet, von denen aus sie Katai angreifen. Ihr müsst sie zerstören, um die anhaltenden Angriffe auf die Katai zu stoppen. Nutzt das versteckte Portal, um in die Stadt zu gelangen. Die Grenztore um die Stadt sind verschlossen, eure Armeen können nicht hinein. Die Tore können nur von innen, von der Stadtseite aus geöffnet werden. Ihr müsst mit dem versteckten Portal in die Stadt reisen und die Tore von dort öffnen. Mhm. Sollte machbar sein. Ein bisschen Zeugs. Also ja, wieder eine ziemlich reine Strategiespiel-Map, so wie es aussieht. Dafür, dass die anfällig gegen Verwirrtheit sein sollen, werden sie sehr selten von mir verwirrt. Hab nichts gesagt.
Aber ich nicht glaube, dass die Verwirrung viel bringt. Okay, hier im Süden sind Sensenläufer und Türme. Da ist Eisen. Das heißt, wahrscheinlich unsere Verteidigung wird sich hier drauf richten. Hier haben wir wieder Fisch. Und Steine. Holz haben wir eher hier drüben. Und da unten, da ist nochmal eine Oase. Gucken wir mal, was... Also erst einmal das hier aktivieren. Was haben wir hier drin? Oh, eine Zwergenarbeiterrune. Steinwiderhaus und ein Sternenkluster. Aha. Das ist ja schon mal praktisch. Und die können wir auch gleich verwenden, weil wir sind Stufe 39. Wir haben langsam verdammt viele Runen. So, das Sternkloster. Damit haben wir ganze drei Seiten bei den Menschen ausgefüllt. Von fünf, die wir ausfüllen könnten. Keine Ahnung, warum wir fünf Seiten brauchen. So, und Zwerge haben wir jetzt das Steinwiderhaus. Und damit das... Hey, cool, bei den Zwergen, wenn wir dann das Belagerungsgebäude haben, können wir auch ausfüllen. Zwei Seiten komplett ausfüllen. Bei den Elfen keine drei Seiten. Bei den Orks auch keine drei Seiten. Trolle haben wir eh schon alles. Kriegen keine zwei Seiten. Die Trolle haben also die wenigsten Gebäude. Und ja, die Dunkelelfen fehlt uns auch noch das Belagerungsgebäude. Gut, gucken wir uns hinten noch weiter um. Das bedeutet, es gibt hier wahrscheinlich auch ein Zwergenmonument. Mal gucken, ob das hier versteckt ist oder ob wir das später finden. Auf jeden Fall will ich erst einmal alles, was wir hier an Gewürm haben, loswerden. Dass alles nur von da unten kommen kann. Achtung! Zurück mit euch! Vorsicht! Weil ich bin mir auch kaum sicher, ob es viele Maps hier gab mit Zwergenmonumenten. Ich glaube eher nicht. Es könnte sein, dass das die einzige Map ist. Oh. Ja. So viel dazu. Also noch mehr Untote in der Richtung. Wir brauchen auf jeden Fall Paladine. Weil Paladine Feuerschaden machen und wir nur damit gegen die Mumien ankommen können. Die hier sind.
Ah, ja, das wird wieder sehr, sehr schön dann.